Seid grüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldonim zu einem neuen Part der Dwarf News. Die Dwarf News für den Monat Juni, wenn ich nicht komplett irre. Ich muss ja heute ein bisschen lauter schreien, ein bisschen lauter reden, weil draußen ist ein Mordswetter, als würde die Welt wieder untergehen. Ende Mai jetzt hier und Anfang Juni ein Wetter hier in meinem Kabuff, in meiner Gegend. Hitze wie nichts Gutes und dann auch noch so ein Regen zwischendurch drin mal. Das Wetter lässt grüßen. Draußen ist ein Wetter. Ja, ich trinke hier heute mal meinen Kaffee hier ein bisschen hinter der Kamera oder beziehungsweise vor der Kamera und werde heute mal ein bisschen anders die Dwarf News moderieren. Ja, es ist eh zu heiß, um irgendwas richtig zu machen. Es ist hier sowieso, bei dem Wetter kann ich eh nicht mehr wirklich klar denken. Zum Glück sind die Dwarf News ja immer gut geskriptet und da habe ich immer einen guten Stichpunktzettel, woran ich mich lang arbeiten kann. Kommen wir zu den Themen nach diesem zweiminütigen Intro. Ist heute mal was anderes. Die Dwarf News für den Monat Juni soll es mal losgehen. Im kommenden Monat, im Monat Juni, möchte ich mal etwas Neues auf diesem Kanal ausprobieren. Ich möchte mal ein Podcast-Format ausprobieren. Das wird nämlich ungefähr genau so aussehen wie, ungefähr genau, ja, ihr wisst Bescheid, so aussehen wie dieses Format hier. Es wird halt so ein paar Bilder im Hintergrund geben, die halt zum Thema so passen und dann werde ich halt so ein bisschen labern über das Thema und das Ganze steckt noch in Planung. Ich weiß noch nicht, wie sehr das dann ausgeschmückt wird und wie das laufen wird. Aber ich will mal eine Art Podcast in die Wege leiten und wird sich um Themen verschiedener Art drehen. Ja, muss man dann noch festlegen, was es für Themen werden. Könnt ihr auch gerne Vorschläge in die Kommentare werfen. Vielleicht wird es auch Abstimmungen dann im Podcast-Format geben. Ich denke mir da was Schönes aus und vielleicht wird das noch im Juni anlaufen, dieses Format. Ich freue mich drauf. Ich würde das gerne mal umsetzen und wüsste gerne eure Meinung dazu. Was haltet ihr von einem Zwergenfürst-Podcast? Zu aktuellen Projekten, die gerade am Laufen sind. Minecraft Story Mode, der geht langsam zu Ende. Ein Projekt, das ich letzten Monat, ja, ich glaube Anfang Mai angefangen habe. Und das nimmt jetzt auch langsam sein Ende. Wir müssten jetzt so ungefähr bei Episode 5 sein, wenn ich mich nicht irre. Und das Ding hat meines Wissens nach 8 Episoden, also langsam nähern wir uns dem Ende entgegen. Was dabei aber wichtig ist für den Monat Juni. Es war schon immer klar, ich weiß nicht, ob es den Zuschauern klar gewesen ist, aber mir war schon immer klar, dass wenn ich eines Tages, egal auf welcher Konsole oder wo auch immer, Minecraft Story Mode spielen werde, dass der Minecraft Story Mode das Vorspiel zu einem Minecraft-Projekt wird. Das heißt, so unter dem Motto, das war erst die Vorgeschichte. Egal wann, zu welchem Zeitpunkt, in welchem Jahr, ob es erst 2030 oder 2020 oder schon 2017 wird, wusste ich noch nicht, aber es war immer schon klar, Minecraft Story Mode wird ein großes Minecraft-Projekt an Teasern und Einleitern. Und das wird im Juni wahrscheinlich dann bald soweit sein. Ein Minecraft-Projekt startet auf meinem Kanal. Ein großes Minecraft-Projekt. Mein erstes Minecraft-Projekt.
Und ja, viel Planung habe ich da reingesteckt, würde ich mal sagen. Und ich habe schon ein, zwei Parts vorproduziert. Und ich kann euch sagen, das Ding wird der Wahnsinn. Zwergenfürst und Minecraft, das passt besser zusammen, als ihr so denkt. Und da kommt eine Ära auf euch zu. Ich werde noch nicht viel verraten, weil ihr sollt noch gespannt bleiben dürfen. Ihr sollt euch überraschen lassen, was da auf euch zukommt. Ich sag noch ja nichts, außer dass ein Minecraft-Projekt auf Minecraft Story Mode folgen wird und das wird riesig. Freut euch drauf, das lohnt sich auf jeden Fall. So, und bevor mein Kaffee kalt wird, werde ich hier noch ein Schlückchen trinken. Da ich jetzt schon am Vorproduzieren bin und das Minecraft-Projekt, was dann bald kommen wird und sehr großartig und gigantisch wird, jetzt schon vorproduziert habe, schon, ja, ich glaube, es müssten es 4-5 Parts sein, die ich vorproduziert habe. Die Idee, dass ich auf meinem Kanal für die Zeit doppelgleisig fahren werde. Und zwar wird, so lautet der Plan, ein Video von dem Minecraft-Projekt am Tag online kommen und dazu noch obendrauf ein anderes Video, meinetwegen ein Mario-Projekt oder ein Pokémon-Projekt oder was auch immer auf meinem Kanal halt so gerade am Laufen ist. Das soll dann zweigleisig fahren mit dem neuen Minecraft-Projekt. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich durchsetzen will und werde, weil das sind die Draft-News für den Monat Juni und ich sag's mal so, es ist heiß, es wird schon jetzt heiß, der Sommer ist noch nicht mal gekommen und es wird noch heißer, vermute ich. Und ich weiß nicht so, ob ich bei den Wetterbedingungen wirklich, naja, nicht die Lust, also Lust habe ich immer, also ich würde gerne zweigleisig fahren, da hätte ich große Freude drauf, also ich bin immer gerne am Produzieren und lass mir das Produzieren von Videos auch nicht durch irgendwelche Wetterlagen verbieten. Es geht um meinen physischen Zustand. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich bei dieser Hitze in der Lage sein werde, zwei Parts zu produzieren. Also, ob ich da wirklich auf dem Stand bleibe, dass ich da wirklich die Zweigleisigkeit durchziehen kann. Ich halte es momentan für sehr unwahrscheinlich, also unter Umständen kann es wirklich sein, dass mein Kanal eingleisig auf Minecraft läuft. Ja, lasst euch überraschen, ich werde es sehen, ihr werdet es sehen, wir werden es sehen, was kommt. Das nur so meine Planungen, mehr kann ich in den Draft muss ja immer nicht sagen, als meine Planungen. Tomu Dachi Naiv. Ja, eine schlechte Nachricht für eine schlechte Nachricht für Tomodachi Life Fans. Das Projekt wird nach 60 Parts beendet werden. Es steht fest. Im Juni werden noch ein, zwei Parts kommen. Zwei YouTuber werden noch auf die Insel ziehen. Und dann wird es noch ein paar extra Parts geben, wo ich dann halt so ein bisschen offscreen gespielt habe und die wichtigsten Sachen dann noch mit einblende. Die Hochzeiten und Geburten. Und in den letzten Parts werden dann noch Community-Mies noch einziehen können. Also ein, zwei Leute von euch haben mir ihre Mies zugesandt. Mal sehen, ob ich die noch finde oder ob ich die nochmal neu von euch bekommen muss. Aber da gibt es schon ein oder zwei reservierte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es zwei waren oder nur einer, die auf meine Insel kommen werden, stellvertretend für die ganze Community auf Zwangfost App hier. Würde sich gut für den letzten Part anbieten. Ja, auf jeden Fall. So wird das Tomodachi Life Projekt jetzt langsam zu Ende gehen.
Das Projekt läuft einfach jetzt schon seit Anfang 2016, seit ich mit YouTube angefangen habe. Und es gibt so viel Neues und so viel Schönes auf meinem Kanal, dem ich jetzt lieber Vorrang geben würde. Ein neues Minecraft-Projekt zum Beispiel. Dass ich jetzt auch sagen würde, brechen wir die alten Projekte einfach ab. Ich habe halt auch einfach gesehen, dass ich, was zumindest Tomodachi Life betrifft, einfach nicht vorankomme. Ich finde halt auch nicht die Motivation, da sonderlich mich ranzusetzen und Parts aufzunehmen. Da habe ich einfach gesagt, ziehen wir das jetzt durch, hauen wir das im Juni einfach mal durch, kommen jetzt 4-5 Parts im Juni einfach mal raus und dann ist Schlussende, der Endpunkt gesetzt und mit einer runden Zahl von 60 Parts kann man das dann schon mal ad acta legen. Ein zurzeit noch neues Projekt ist da Layers of Fear Legacy für die Nintendo Switch. Falls manche Leute es noch nicht mitbekommen haben sollten, ich habe mir eine Switch gekauft und spiele darauf jetzt einige Projekte, die neu sind auf meinem Kanal. Minecraft Story Mode zum Beispiel. Oder Layers of Fear. Ich sag's mal so, ich habe dieses Projekt ein bisschen unterschätzt und bin ein bisschen übermütig an das Projekt Layers of Fear reingegangen und hab mir gesagt, ja, easy, das schaffst du locker, das wird leicht, das wird schön, das wird entspannt. Aber Layers of Fear Legacy hat mich ein wenig, ich sag's mal so, negativ überrascht, dadurch, dass das ziemlich gruselig wurde und gruseliger als ich erwartet habe. Ich habe die Trailer schon gesehen, bevor ich das Projekt angefangen habe, aber die Atmosphäre, die hat mich schon aus den Socken gehauen. Und so bin ich jetzt nach 3 Parts von Layers of Your Legacy wirklich mit mir am Ringen, ob ich dieses Projekt einfach mal stoppen soll, weil wirklich nicht so ein Fan von dieser Art von Horror bin. Ich stehe eher so auf den Resident Evil Horror Charakter. Und ihr wisst, was ich meine. Solche Sachen brauche ich. Das Let's Play Dementium, wenn das denn ein bisschen besser gestrickt wäre, das käme dem auch schon etwas näher. Solchen Horror finde ich einigermaßen akzeptabel. Aber dieses Atmosphärische in Layers of Fear, das steht mir absolut gar nicht. Das macht mich immer wieder fertig und ja, muss ich zugeben, das ist einfach nicht meins. Und da, ja, wie auch immer, ich halte euch weiterhin auf dem Laufenden, was das angeht. Da steht noch nichts fest, wie das beendet wird und ob das beendet wird. Vielleicht ziehe ich es auch durch. Ein weiteres Projekt, was jetzt langsam sein Ende findet, ist das, soweit ich weiß, gestern online gekommene, also gestern ist noch ein Part davon online gekommen, Super Mario 3D Land. Das wird jetzt langsam abgeschlossen, aber, jetzt kommt wieder das große Aber, ich weiß nicht so ganz, ob dieses Projekt zu 100% abgeschlossen wird, wegen den Sternmünzen und einigen anderen Punkten. Ja, das nur mal so als Vorwarnung. Es könnte sein, dass es kein 100%iger Abschluss wird, sondern nur ein 100%iger Abschluss in Sachen Story, also dass ich das Spiel schon zu Ende spiele, aber nicht die Sternmützensammler und alle extra Sachen und irgendwie aufhebe und das Spiel wirklich ausschlachte. Da wird's vielleicht ein bisschen mangelhaft am Ende. Nur mal kurz als Vorwarnung für den Juni, weil auch das Projekt könnte unter Umständen im Juni schon enden. Wenn Super Mario 3D Land beendet ist, ich hoffe, das wird noch diesen Monat passieren, im Juni,
Wird der Nachfolger von Super Mario 3D Land Luigi's Mansion 2 sein. Das Projekt ist auch schon am Laufen, wurde auf Eis gelegt wegen anderen Projekten, die am Laufen sind. Das wird dann wieder aufgetaut sozusagen und weitergespielt, sofern dann Minecraft nicht 100% des Kanals einnehmen wird. Wird der Sommer, also Luigi Minecraft geprägt sein, also in Zweigleisigkeit wahrscheinlich Luigi's Mansion 2 und das neue Minecraft-Projekt parallel. Eventuell noch zwischendurch mal ein paar Happen von anderen aktuell laufenden Projekten. Aber so ist es geplant. Wird dann nach Abschluss von Minecraft Story Modes und Mario 3D Land Luigi's Mansion 2 und das neue Minecraft-Projekt auf meinem Kanal zweispurig laufen. Und ja, so wird es dann aussehen im Monat Juni. Und das waren dann auch schon die Themen für den Monat Juni. Ich hoffe, ihr seid großartig informiert. Dann trinke ich hier noch meinen letzten Schluck Kaffee aus. Und wünsche euch noch was Gutes. Habt noch einen angenehmen förstlichen Tag. Gehabt euch wohl. Ich hoffe, bei euch ist das Wetter ein bisschen angenehmer als bei mir hier. Kann man nur hoffen. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Ihr seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfest verpassen wollt. Däumchen nach oben, solltet ihr informiert worden sein. Man sieht sich in einem anderen Video. Ciao, ciao. Und ich hole mir jetzt irgendwoher einen nassen Lappen und leg mich erstmal hin. Alter, ist das heiß. Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer, hat das klar gemacht. Sommer ist, wenn man trotzdem feiert.